Das neue Jahr bringt aber für deutsche Autofahrer viele, viele Änderungen. Also zum einen weniger Punkte, das heißt aber auch dann früher der Führerschein weg. In Zukunft dann schon, ich glaube, ab 1. April oder Mai geht's los, klären wir gleich genau auf. Gibt es schon bei 8 Punkten hier, ist er weg. Ja. Das ist ein Problem. Wenn man so artig fährt wie ich. Dann nicht. Dann nicht unbedingt. Ich hab da ein großes Die drei Problem. Wichtigsten Fragen und Antworten dazu gibt's jetzt. Das ist 3 Fragen, ein Thema. Wie soll es auch anders sein? Im neuen Jahr gibt es strengere Regeln und höhere Bußgelder bei Verkehrsdelikten in Deutschland. Die Punkte in Flensburg sollen zwar purzeln, aber leider nicht zugunsten der Autofahrer. Also, wie genau verändert sich 2014 das Punktesystem für Verkehrssünder? Die wesentliche Änderung bei dem Punktesystem in diesem Jahr wird sein, dass wir von aktuell 18 Punkten auf 8 runtergehen werden. Was also auch bedeutet, Fahrzeughalter, die bereits schon Punkte bekommen haben, bekommen die aktuellen Punkte, die sie haben, das neue System angepasst. Und darüber hinaus wird es aber auch so sein, dass wir einen neuen Bußgeldkatalog bekommen. Und auch dieser Bußgeldkatalog wird dann mit den neuen Punkten neu berechnet werden. Ab 1. Mai gilt die neue Punktereform inklusive neuem Bußgeldkatalog, bei dem die Autofahrer wieder tiefer in die Geldtasche greifen müssen. Stellt sich Frage 2. Wie sieht der neue Bußgeldkatalog für 2014 genau aus? Der neue Bußgeldkatalog wird sich insofern ändern, als dass Sicherheits- oder verkehrssicherheitsrechtliche Dinge höher bewertet werden. Beispielsweise telefonieren während der Autofahrt kostete vorher 40 Euro, jetzt 60 Euro. Ganz, ganz wichtig, aber eben auch im Winter. Vorher, wenn ich mit Sommerreifen im Winter erwischt wurde, kostete das 40 Euro, jetzt 60 Euro. Wenn ich beispielsweise auf Haltezeichen während der Fahrt durch die Polizei nicht reagiert habe, kostet es vorher 40 Euro, jetzt 60 Euro. Außerdem wird die Polizei in Zukunft auch überprüfen, ob sie eine Warnweste im Wagen haben. Das ist nämlich Pflicht ab Juli diesen Jahres. Letzte wichtige Änderung und 3. Frage an unseren Experten. Für wen erhöht sich 2014 die Kfz-Steuer? Also ab 2014 wird es eine neue Steuerreform geben. Was also im Klartext bedeutet, dass Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2014 neu zugelassen werden und mehr als 95 Gramm CO2 produzieren, tatsächlich auch mehr Steuern bezahlen müssen. In dem Fall für jeden Gramm, den sie mehr an CO2 produzieren, 2 Euro. Im Durchschnitt bedeutet das 30 Euro mehr Steuern im Jahr. Und ein Thema wird uns bestimmt in diesem Jahr noch beschäftigen. Was wird aus der Pkw-Maut? Wir bleiben dran. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.